So, jetzt gehen wir da mal wieder auf Normalansicht und gucken uns so einen Fluss mal an, wie breit der überhaupt ist von der Breite. Ist sehr gut. Jetzt werde ich die einfach mal smoothen, beziehungsweise ich werde die hier vorne mal so ein bisschen schicker machen, damit wir auch so einen vernünftigen Ausgang haben. Die Seiten an sich sind jetzt gar nicht mal so verkehrt. Das kann so bleiben. So. Das Gleiche machen wir natürlich hier unten. Hier so eine kleine Verengung. Gut, machen wir hier so. Dann machen wir dann so. So, wir wollen ja keine Nachteile entstehen lassen. So. Da so einen kleinen Tick, damit das so ein bisschen wie eine vernünftige Mündung aussieht, die nach draußen ins Meer führt. Beim Meer habe ich nämlich auch noch was Schönes vor. Das wird euch gefallen. So. So, das machen wir mal weg hier. Das muss jetzt nicht unbedingt da sein. So, jetzt brauchen wir den Smoother, den Schmooser und machen das hier alles so ein bisschen weicher. Und diese Flüsse sind denn so gedacht, dass diese dann von den Königreichen getrennt werden. So, die einzelnen Königreiche werden von, was weiß ich, von Aventus beherrscht, von Jan, also den Hadrian, von mir, von dem Blockel, der wird auch mit von der Partie sein. So. So, aber jeder darf erstmal nur ein Land besetzen. Genau, jeder darf erstmal nur ein Land besetzen, mehr ist da im Moment noch nicht drin. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Welt ist riesig und es möchten ja natürlich auch nur andere Leute etwas bauen, sofern die dann Kenntnis von uns haben. So, das gleiche machen wir auf der Seite hier. Smoosen so ein bisschen. Können auch auf der einen oder anderen Seite so ein bisschen eine Steilküste ranmachen, das ist kein Problem. Ja, Ventus, deine Bucht, das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also eine bekommst du auf jeden Fall. Ich weiß aber noch nicht, wo du genau sitzen willst. Da rufe ich dich auch gleich nochmal an. Welcher Himmelsrichtung du sitzen möchtest. Da können wir das dann ein bisschen detaillierter besprechen. Und dann guckst du mir einfach im Livestream zu und ich unterhalte mich dann mit dir quasi. Hoffe ich, denke ich. Ja, was heißt Livestream? Also ich mache halt. Ah, genau, so eine Map erstellen im Livestream hätte auch was. Das hier brauche ich. So, wir hatten jetzt hier diese Größe in etwa, ne? So, ja. So, hier oben. Wie machen wir das dann dort? Ich sag, von hier oben kommen wir hier so rein. Machen wir dann einmal so. Ne, das ist mir noch zu glatt. Ein Moment. Nochmal zurück. So, von hier oben. Dann kommen wir dann hier so rein. Dann wird hier so. Und dann kommt da so. Und dann wird das so, damit das alles ein bisschen geschwungen ist. So, dann kommt hier noch ein drittes Land, würde ich bald sagen. Und das machen wir dann so.
So, das könnte vielleicht sogar. Könnte vielleicht sogar ein bisschen hier so. So, das wirkt doch nostalgisch. So, da gehen wir jetzt natürlich auch etwas dichter heran, weil wir wollen ja hier die Kanten so ein bisschen, dass sie so ein bisschen hübscher aussehen. Hier so. Ja, das ist auch das erste Mal, wo ich so in Richtung Feintuning gehe. Das wird noch öfter passieren. Also ich möchte nämlich ein bisschen mehr Kreativität in die Karte reinsetzen. Bisschen mehr Ehrgeiz, ein bisschen mehr Gefühl, weil das soll nämlich eines meiner Meisterwerke werden. Und da habe ich dann schon ein bisschen Anspruch dran. Also wundert euch nicht, wenn das im Allgemeinen mal ein bisschen länger dauert. Jetzt kennt ihr ja halt den Grund. So, hier haben wir noch überflüssiges Material. So, hier vorne gefällt mir das noch nicht ganz so gut. So. So. So, bisschen. So ist gut. So, jetzt schmusen wir wieder. So. Also gemeinsam, das machen wir jetzt alles gemeinsam. Wir schmusen auch gemeinsam. So. Also ich ganz ehrlich, ich mag das. Also mir gefällt dieses Programm eigentlich ziemlich gut. Das Einzige, was mich stört, ist, dass das manchmal nicht reagiert, so wie ich das haben möchte. Gerade bei einem relativ unwissenden und Neuling wie mir kann das kommt das manchmal sehr verwirrend vor. Besonders in Bereichen wie das, was ich gezeigt habe mit den Optionen hier. Das war dann doch schon etwas verwirrend, als das gerade nicht funktioniert hat. Da habe ich mich gewundert. Ich denke, warum geht denn das nicht? Habe ich mich denn jetzt getäuscht? Und ja, da wollte ich so meine Skills angeben und dann macht mir so ein Bug die Rechnung futsch. So, Moment. Ich hoffe mal, das habe ich jetzt gerade rausgeschnitten. Ich habe mir dieses Sodbrennen. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte gerade die Karte bewegen. So, einmal. So, haben wir hier alles einigermaßen gesmoothed? Ja. Ihr könnt vielleicht noch ein bisschen. So. Gut, dann wieder die Größe festlegen. Das ist so ungefähr diese Größe hier. Gut. Jetzt gehen wir über zum nächsten Land. Ja, wie machen wir das denn hier? Hier eignet sich das doch schon mal hervorragend. Hier haben wir zwei Buchten zum Beispiel. Da können wir zum Beispiel super einmal hier so durchziehen. Huch. Sollten auch das richtige Werkzeug auswählen. Da könnten wir einmal, wenn wir jetzt von hier so kommen, hier einmal durchziehen. Dann geht das einmal hier so rüber und dann kommt das hier einmal wieder hinaus. So auf dieser Seite und schon haben wir eigentlich zwei Königreiche. Ich werde aber noch ein drittes daraus machen. Und zwar werden wir das von hier so. Dann geht das hier noch so und dann wird das hier am Endeffekt da so rauskommen. So. Auch da machen wir wieder gleich das Smoothen. Bevor ich das nämlich vergesse, weil vergessen wollen wir ja nicht, das wäre natürlich nicht ganz so schön. So, hier auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen rund wirkt, abgerundet.
man das halt so kennt von Flussausgängen. Ja, das kann man so lassen. Hier ist das noch ein bisschen spitz, finde ich. So. Dann machen wir hier auch so. Huch, das war mir jetzt ein bisschen zu viel, da bin ich ein bisschen abgerutscht. So. Dann hier auch noch einmal so rum. So. Ganz zärtlich, ganz vorsichtig. Ja, da können wir wieder ein Stückchen hineinziehen eigentlich. So. So. Bim. Okay. Habe ich das da hinten, da habe ich das schon gemacht? Habe ich das hier schon gemacht? Nein. Ja, gut, hier sieht man natürlich eindeutig, dass ich hier vom falschen Punkt aus weggenommen hat. Ist aber jetzt nicht das Problem. So. So. Dann machen wir das hier genauso. Gehen wir einfach mal so rum. So. Und das hier, das ist relativ. Kann man einfach so machen, sagt ja hier so, dann ist das schon wieder schick. So, und jetzt smoothen wir wieder. So. Ist ja so, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, ein bisschen Fuschen darf ja auch erlaubt sein. Gerade bei sowas, da macht das ja nicht allzu viel. Hier ist eine kleine Landverengung, das macht überhaupt nichts. So, Flüsse sind ja auch nicht komplett gerade, aber ich sag mal so, die Ländertrennung, die hätte ich dann doch schon ein bisschen genauer. So. Hopp. Hier noch ein bisschen, so. Zack. Der Seite dann noch dumm, die dumm, die dumm. Ja, was haltet ihr eigentlich von der Musik, die ich später noch im Hintergrund packen werde und die ihr jetzt schon hört? Das ist unfassbar. Ihr hört Musik aus der Zukunft. Ja, und ich höre sie noch nicht, weil ich habe das immer gerne so, dass ich also ich mag zwar, wenn Musik hinten dudelt. Das Problem ist aber, wenn ich Musik reinmache, dann ist sie immer so unterschiedlich laut und dann ist das in der Aufnahme immer kacke. Ja, ich weiß noch nicht, was ich für Musik reinmache, deswegen frage ich schon mal, wie euch die gefällt. Ja, gut, so die Größe wieder auswählen, das ist, ja, so diese Größe war das. Zack. Zack. Und zum nächsten Land. Ja, das ist schon wieder fast zu klein, um da noch drei Länder daraus zu machen.